Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das ist hier der dritte Part. Natürlich im gleichen Event, nur an einem anderen Tag. Ja, wir sind wieder hier auf dem Server. Ja. Ich denke mal, wir sehen uns gleich nach einer Intro. So Leute, da sind wir. Server. Wieder einmal. Ja, wir sind gerade hier beim Besuchen nach jemandem, der hier anscheinend hier das Hangartor hier geöffnet hat. Eigentlich dachte ich mir, dass er eigentlich hierher kommt, aber na gut, dann kommt er sicherlich hier nicht hierher, wie ich das so erwartet habe. Versuche ich nochmal aufzuspüren. Warum geht der überhaupt als Druide überhaupt herum? So, nee. Pff, da war ja was. Ist ja kein Knopf oder so. Ja, wo ist der Spieler ist was auf Ebene 3. Warum ist die Tür hier zu? Weiß ich. Und anscheinend wollte hier der Eindringling hier auch mit einem Schiff hier verschwinden. Zum Glück habe ich das Hangartor noch rechtzeitig zugemacht. Sonst wäre jetzt hier, glaube ich, auch nicht die Tür hier zu. Sagen Sie mal, da drin gibt es ja keine Lüftungsschächte, oder? Nicht, dass ich weiß nicht. Das ist eine Quarantänezone, da wird es keine Lüftungsschächte geben. Sehr gut. Ich bitte Sie, wenn... Ich bitte Sie, diese Tür hier zu sabotieren. Warten Sie mal. Wer sind Sie, CT? Der kann von dort nicht entkommen, oder? Nein. Curdy, sprengen Sie die Tür auf. Mit was denn bitte? Mit was, Der Macht. Ach nein, ich spreng die Tür natürlich auf, mit der Macht! Oh, das ist ja eine geniale Idee. Klauk dich und mach die Tür da hinten auf mit Noclip. Wenn ich gleich den Machtstoß hier mache. Also, wir können nutzen. Na gut, ich muss die Macht jetzt kontrollieren. Bist du auf der richtigen Position? Bist du schon da hinten, Bravo? Ja. Nein, ich hab noch nicht die Machtstoffe. So. Hier, meine Herren. Da hinten ist der. Betäubt den sofort. Nun nimmt den fest.
Er hat keine Chance mehr. Nehmen Sie den Gefangenen und sperren Sie den erstmal ins Gefängnis. Das war einfacher als gedacht. Und warum hat der ST den Lieutenant in die Quarantäne? Warum haben die den überhaupt da reingepackt? Ich dachte, er wird untersucht. Wenn man ihn behandeln kann und er kann nicht flüchten. Achso. Ah, okay, er ist tot, schreckt. Ja, das ist sehe schon schnell schon aufgefallen, dass er tot ist, aber. Na gut. Warum? Warum? Warum fragst du? Der joint gerade. Nee, kenne ich nicht. Oder? Kommen Sie mit, Commander Cody. Wir werden jetzt mal nachschauen, wie es den Gefangenen geht. Sie haben sicherlich Zugang, oder? Du musst natürlich da stehen bleiben. Lassen Sie mich mit den Gefangenen allein, bitte. STs. Machen Sie den an die Wand fest. Der andere ST. Machen Sie ihn an die Wand. Nochmal. Hust, hust. SRG und E? Linksklick, linksklick oder E. SRG und E war das. E und rechts. Ja. STRG und E. Shift und linksklick. Shift und linksklick. Nee, Schiff und Dienstag hier. Keller. Irgendwie hat es geschafft. So, bitte verlassen Sie den Raum. Einer von Ihnen bleibt hier und bewacht die Tür und bitte schließen. So, mein guter Herr, was machen Sie auf diesem Schiff hier? Haben uns das gut verraten. Okay, Jedi Meister. Was hab ich? Also was habe ich gemacht? Sie haben uns den Funk gegeben und wir haben sie gefunden. Was haben Sie gefunden? Wir haben sie gefunden. Sag ich Ihnen nur. Nehmen Sie bitte Ihren Helm ab, wenn das in... Nehmen Sie sofort Ihren Helm ab. Ganz ehrlich, bist du jetzt Druide oder kein Druide? Doch, Druide bin ich. Meine Herren, das hier ist ein Druide. Vielleicht bin ich kein Druide, vielleicht bin ich ein Spion. Sie sind ein Druide, mein Gott, das sehe ich schon an ihrem Altmetall unter der Rüstung, ey. Ich lasse Ihnen die freie Auswahl, ihr könnt den so doll hacken, bis ihr die ganzen Informationen herausfindet. Verstanden? Brauchen EOD dazu. Na gut, rufen Sie einfach so Billy, der wird sicherlich kommen. Ich werde erstmal ein wenig nachschauen nach was. Verstanden? Scheiße, ich muss mich halt Billy wieder be- öffnen sie sofort. Ach gut, so. Das hier muss ich mal kurz mal kopieren. Für nachher. So. Ja, wo ich jetzt den Namen Billy überhaupt da? Aber ich gleich hier rüber. Z-Team. EOD Captain bin ich ja, Captain.
/funk Billy Bravo. Ich komme. Yep. Heads up. Du und die Bille? Ja, die haben mich gerufen. Ihre ID bitte zuerst. Okay, passt. Kommen Sie bitte. Worum geht's? Wir haben einen Druiden hier und der Liedermeister hat gesagt, wir sollen sie rufen und sie hacken den oder. Ach so, okay. Ich da nicht so gut aus. Moment, machen Sie die Tür auf. Ach, schönen guten Tag, Cody. Wie geht's Ihnen? Warum hat es gelebt? Auch hier? So, wie geht's Ihnen, Cody? Ist er überhaupt da? So, mein Druide. Hallo, wie geht's Ihnen denn, mein Druide? Nimm mal deinen Helm ab, Druide. Los. Nimm deinen Helm ab. Interessante. Nein, das war wohl jetzt doch nicht Lärchen, oder? Jawohl. Das soll jetzt nicht Lärchen, oder? Nein. Ich hab jetzt auch mal Glück, der Andi. Ja, genau, ey, so. Gute Feier wohl. Ich will irgendwas entfernen. So, jetzt. Hä? Willst du mich verarschen? ST. Ich brauche kurz mal Ihre Hilfe. Ja. Die haben doch sicherlich so ein Stangengerät, oder? Standen Sie mal diesen Droiden mal, dass der erst, dass er erstmal deaktiviert ist, damit ich seine Batterie entnehmen kann. So, dafür muss ich jetzt nicht rollen, du wirst jetzt deaktiviert gerade, durch dieser Stangengarn. Das heißt, du kannst gerade nichts machen. So. Nein, du bist deaktiviert! Gerade durch die Stangarn bist du deaktiviert, also du kannst ihn tatsächlich nicht verteidigen. Soll ich ihn nochmal deaktivieren? Bitte schön. Wow, wie schlau. So, entfernt. Jetzt steht der Druide nur noch lahm herum. Was ist das hier für eine Dist? Das hast du
Da ist etwas. Schauen Sie mal nach, was Sie damit anfangen können. Ich brauche hier erstmal eine Trage. Haben wir irgendwo eine Trage, Leute? Hoffentlich, ja. Ich brauche hier kurz irgendeine Trage oder so. Womit ich den Druiden erstmal hier. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Funktioniert das? Nee, das ist zu klein. Das hier müsste darauf funktionieren, oder? Das geht doch aber, oder nicht? Bricht gleich. Nein, bricht nicht. So, ich muss hier kurz mal hier durch. Ich glaube nicht, dass ich das... Der muss auch mehrmals überprüft, okay. Durch Akt. Durch... Die letzten paar Stunden, viele Funks. So, die letzten... Außerhalb des Schiffes. Funks. So, ich suche sie auch mal kurz mal die Funks mal. Was ist los? Oh Scheiße. Wir haben über 50. Wir brauchen über 50 Leute. Ach, sehen Sie das? Anscheinend hat dieser gute Druide hier einen Funk abgelassen irgendwo. Und hat, glaube ich, Hilfe gerufen. Ich. Sagen Sie sofort, da kann der Chef Bescheid, dass wir sofort... Wir müssen, sagen Sie sofort den Jedi-Meister Bescheid und so weiter. Meine Arbeit ist, glaube ich, hier erstmal getan. Verstanden. Und lassen Sie das Schiff sofort. Ja, das ist vielleicht eine Schlacht. Einsatzbereit machen. Wer klopft denn da? Kommt der eigentlich rein? Wie kommt der überhaupt hier rein? Wie bist du jetzt hier reinkommen? Du hättest die Tür aufknacken müssen. Cody hat mich reingelassen. Eigentlich kurze Frage. Jetzt eigentlich steht dort hinten in Notfall FC und Commander FC und Commander. Warum darf jetzt Cody aufmachen? Verstehe ich nicht. Frag nicht. Das hat der Herr lieber hier eingestellt. Nur in Notfall, ja, wie gesagt. Aber die Kommandanten dürfen so hier immer rein dann im Notfall. Was in Kanada. Passiert, Herr Captain Billy? Das fragen Sie mich nicht, ich bin hier nur der Techniker, fragen Sie den ST, ich bin mal wieder weg. ST Cap, Frau, was ist hier los? Scheiße, wie hieß dich nochmal? Wie hieß dich nochmal, Leute? Das ist jetzt echt mies. Um.
Ah, da hab ich. Jedi, jedi, jedi. Der hier ging ganz gleich mit den Türen näher und so weiter. Wir gehen jetzt mal nach unten. Slash. Ach ne, mache ich hier gleich mal die Flotte mal. FC, CPT, GIF. So, was ist jetzt hier los? Warum haben die mich, warum haben die Flotte eben gerade angefunkt? Wir haben einen feindlichen Druiden auf, auf unserem Schiff hier. Guten Tag, Flotten-Captain. Schönen guten Tag. Haben die schon einen Funk abgelassen? Was für ein Funk? Funk abgelassen. Wissen wir genau nicht. Der jede Meister hat geraten, wir sollen. Die drehen sind doch bescheuert, die greifen dann direkt hier Coruscant hier an. Ich weiß es nicht. Ich hab wir dürfen leider nicht von hier aus. Wir dürfen leider hier nicht wegfliegen. Sonst ist Coruscant nicht mehr beschützt. Das wissen Sie schon, oder? Die wüssten auch, da sind auch der Admiral Tarkin seine Flotte schon unterwegs hierher. Die beschützen. Wir verlassen uns auch mit. Ah, die Droiden werden dann natürlich hier. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Du hast die Droiden hierher gerufen. Die Droiden kommen jetzt hierher. Das heißt, wenn wir jetzt einfach wegfliegen, dann folgen sie uns nicht. Aber Coruscant wird dann angegriffen. Und das heißt, wir werden dann hier auch wieder hierhin versandt, weil wir Coruscant beschützen sollen. Oh mein Gott. Ja. Mit allen Respekt. Oh. Ich würde vorschlagen, wir bleiben hier und kämpfen. So. Das würde ich auch vorschlagen. Einverstanden. Ich darf auch ohne Genehmigung des, ich darf auch ohne Genehmigung des Admirals hier auch nicht hier wegfliegen, weil es hier eigentlich unser Hauptstützpunkt gerade hier ist. Ja, ich werde alle Männer anfunken, dass sie eins bereit sein. Machen Sie es. So. Was spüren Sie? Ich spüre irgendeine eine feindliche Präsenz. Okay. So Leute, ich denke mal. Feindliche Präsenz, aber die Macht ist zu Dunkelheit. So Leute, das war's mit dem Video, mit dem dritten Part. Mit dem lieben Bravo? Und mit dem lieben. Ja. Was weiß ich. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.